Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Aura. Wie man sehen kann, bin ich hier bei der Eco Corporation und das hat natürlich einen Grund, weil wir sind ja damit beschäftigt, wenn das Spiel mal starte, uns ein bisschen weiter um die Lebensmittelgeschichten zu kümmern. Da hatten wir ja letztes Mal schon was ausprobiert, indem wir aus angebauten Weizen direkt uns neues Saatgut herausgepult haben oder herauspulen haben lassen, tun, machen möchten, sonstiges. Ich sehe gerade diese Nichtspiegel. Stehen falsch rum. Egal. Was wollte ich sagen? Achso, Buch. Ja, wir wollten uns aus den Saatgut direkt, Saatgut direkt aus den Früchten zusammenklauben, so dass wir dann immer schön ausreichend Nahrungsmittel haben. Das wird nämlich ein größeres Problem im Moment. Wie sieht es denn hier so generell jetzt aus? Wir haben Maisbrot, das ist schön. Dort oben haben wir 3800 Maismehl. Gut, das ist aber nicht Weizen. Da ist Weizen nur 2. Das ist wenig. Und hier sind Weizensamen. Ah, okay. 1631 Samen habe ich. Jetzt ist nur die Frage, pflanzen wir auch gerade an oder müsste ja eigentlich. Ich nehme die mal raus und dann gehen wir mal hier in unsere tolle Übersicht. Wir haben ja unsere Farmen hier komplett neu benannt, so dass ich jetzt hier relativ schnell gucken kann, ob wir anpflanzen oder nicht. Huch, wieso ist das so breit? Keine Ahnung. Entnehme Weizensamen hier und Weizen anbauen. Also es wird hier Weizen angebaut. Das ist gut. Und wir haben noch eine. Das wäre diese Farm hier. Na, komm schon. Gerste und Weizen anbauen. Ja, super. Also die sind alle am Anbauen. Jetzt müsste ich natürlich nur hingehen und sagen, gut, ich will natürlich auch Weizen verarbeiten. Dazu muss ich in das andere Dingen gehen. Ja, genau, das war das Richtige hier. Und dann in die Großküche. Das könnt ihr auf YouTube definitiv nicht sehen, weil das grau auf grau ist. Hier werden Weizen- und Maisbrote gebacken. Und die sind am Weizen mahlen und am Weizen backen. Sehr schön. Das Problem ist nur, dass denen wahrscheinlich die Weizen... Das habe ich 2100. Haben die denn gerade geerntet oder habe ich da irgendwie was falsch geguckt? Lass ich mal gucken. 2125, na geht doch. Da werden es weniger, da werden es mehr. Jetzt habe ich 1400, die haben ja auch gerade wieder angepflanzt. Ich lasse das einfach mal so laufen. Wir backen Weizenbrot und Maisbrot, wir backen Buchweizen und Gerstenbrot. Das sollte doch erstmal ausreichen, um hier alles mit Brot zu versorgen. Das ist Buchweizen, das ist Maisbrot, das ist Weizen. Und bitte könnte Gerstenbrot sein, aber wir haben nicht genug Gerstensamen. Haben wir ja hier gesehen, da waren nur 2, 3, 5 Stück. Ich finde sie nicht da. Es sind 9 im Moment. Haben wir denn beschädigte Gersten? 29, also die werden momentan nicht so wirklich angeschleppt. Naja, schauen wir mal. So, das zweite große Problem war Energie. Dort gehen wir jetzt bis auf 3800 waren es gerade. 4,2, 4,1, 4,19, 3,9 runter. Ich glaube aber, dass wir hinten noch die Eisenproduktion abgeschaltet hatten. In dem Moment, als wir festgestellt haben, ouch, wir haben wieder mal keinen Strom. Deswegen gucke ich mal eben durch. Die ist aus. Nicht genügend Material, das ist Quatsch. Die läuft. Kann man das eigentlich von außen irgendwo sehen? Nicht genügend Material. Eisen und Stahl hatte ich, glaube ich, ausgemacht. Ne? Titanveredelung, der hat auch nicht genug Plumpquatsch. Eisen und Stahl, das ist die hier vorne, glaube ich. Ne? Eisenveredelung ist aus, die machen wir mal mit an. Und das müsste die Stahlveredelung sein, genau. Die machen wir auch mal mit an.
Dann haben wir die alle wieder am Laufen und schauen jetzt mal eben auf unsere Energiegeschichte. 3,6, 3,5. Ja, da können wir noch umbauen. Wir schauen mal, dass wir hier noch zwei größere Akkus uns zusammenschrauben. Dazu gehen wir mal hier eben drüber in unsere Zusammenschraubfabrik. Nein, du solltest hier nicht hin. Das machen wir einfach mal alles aus. Und das wäre eine, nicht Batterie, sondern den Verstärker, ne? So, da brauchen wir noch Akkus für. Und für einen Q5-Verstärker brauchen wir Akkus, 2400 Kabel und 200. Den könnte ich mir auch bauen. Ich hau da sofort einen Q5-Verstärker rein. Warte mal. Ach ne, das sind ja die hier oben. Halt, stopp. Irgendwas wird hier immer gemeldet. Keine Essensvorräte, ja, alles klar. 5er Akku. 5er Akku braucht 8 von den. Nein, das ist mir noch zu viel. Ich mache mal erst 4er, da brauche ich 2 von. 4 Stück brauchen wir noch davon. Das heißt, wir bauen uns erstmal 4 elektrische Transformatoren. Quatsch, doch. Hau rein, Burschi. Ja, so, da brauchen wir uns erstmal ein paar Stück von auf Reserve. Und dann kümmern wir uns mal um die Essensvorräte. Maisbrot fehlt. Äpfel sind da. Dafür kann ich jetzt Weizenbrot reinschieben und auch Trauben. Und bitte auch. Nun gut, schauen wir mal. Ich denke mal, wir werden noch die anderen Biosphären umstellen oder wir setzen uns hier hinten einfach neue hin. Ich denke mal, dass wir hier einfach 2 4-mal Weizen, 4-mal beziehungsweise, warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Ich ziehe das mal hier in die Mitte. Wo sind sie? Da, da, nein, da. Da sind sie doch. Ich gehe davon aus, das ist ein bisschen doof geschrieben auf dem mit schwarz auf grauem Hintergrund. Das werdet ihr nicht lesen können. Fungifarben, Fungisporen, Aufbereitung, Kartoffeln, Eggplant, Äpfel, Trauben, Bieren, Weizen, Weizengerste, Buchweizen, Mais, Saatgutaufbereitung. Das ist diese große Fabrik hier hinten. Knoblauch, Erbsen, Karotten, Orangen. Ich denke mal, dass ich einfach mal hingehe und sag, wir werden noch diese jetzt nehmen und sagen ganz einfach mal, gut, ihr seid gerade angefangen, das können wir abstellen. Ihr macht ebenfalls Weizen. Und das war jetzt Garlic, das ist hier der Knoblauch. Das heißt, ihr werdet abgestellt und repariere Weizen. Wo ist es? Fertig stehen. So, und diese nehmen wir dann hier für Gerste. Er hat eh gerade nichts zu tun. Weizen. Nee, Gerste ist Quatsch. Mais. Mais, 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 Mais. Da ist Mais. Gib mir Mais, Baby. So, und dementsprechend sollen die hier auch Mais reparieren. Repair. Repariere Mais, okay. Keine Ahnung, was so ein Durcheinander ist mit den Sprachen. Ich kann es leider momentan nicht ändern. Achso, jetzt können wir die noch eben umbenennen. Das heißt, nicht mehr Erbsen und Knoblauch. Weizen. Warum der da jetzt hingesprungen ist, weiß ich nicht. Weizen und Mais. So. Und damit haben wir jetzt hier unten die auf Weizen und Mais. 1, 2, 3-mal Weizen, 2-mal Mais. Ja, können wir erstmal so lassen.
Jetzt gehen wir noch in die Küche und schauen mal eben. Wir hatten ja Karotten angebaut, hatte ich gerade gesehen. Wir haben noch so viele andere Sachen. Orangen ziehen wir mal hier rein. Birnen ziehen wir mal hier rein. Karotten ziehen wir hier rein. Knoblauch, der ist glaube ich nur irgendwie... Ach ne, sind Samen. Keine Ahnung. Das ist alles wenig. Wasser haben wir ausreichend. Dünger haben wir auch nur wieder knapp. 3000, 4000 haben wir gerade nur. Da geht auch schon ordentlich wieder was drauf. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir packen mal hier die Birnen anstelle der Äpfel rein und die Orangen anstelle der Trauben rein. Können wir in der Küche noch was mit den Karotten anfangen? Das war falsch. Ich brauche... Nein, das auch nicht. Dies brauche ich. Schau mal eben. Gerste können wir eh nicht backen. Tritratolala. So, schalte ich mal eben ab. Was haben wir denn? Gerste, Buchweizen, Mais, Hirse, Hafer, Reis, Roggen. Sorghum, weiß ich nicht, was das ist. Weizen, Soja. Nee, können wir nicht. Gut, das heißt, wir gehen hier einfach mal hin und sagen... Backe Weizen. Nicht genügend Produkte, ja. So, Quatsch. Die sollen ja auch mahlen. Weizen mahlen, so. Ist natürlich auch nicht genug da, das ist natürlich jetzt doof, aber egal. Und ihr macht Backweizen, Weizenbacken. Backeweizen. So, damit haben wir den jetzt auch umgestellt. Ja, ich weiß. Und das wird dann Buchweizen und... Weizenbrote. Weizenbrote ist immer schön. Jetzt hat er das gelöscht, warum auch immer. Die Texteingabe, die ist hier noch Weizen. Ein wenig buggy. So. Zwischendurch kommt immer wieder die Meldung. Wir spielen aber auch in Stufe 8 oder Geschwindigkeit 8. Von daher, naja. So, Birnen haben wir noch reichlich. Bringen die überhaupt was? Nur wenig. Also die Brote, die bringen unheimlich viel. Bis auf Flüssigkeit, aber das machen wir mit Wasser pur. So. Ja, schade, das kann ich hier nicht weiter reinziehen. Jetzt kann ich natürlich noch hingehen und in der Küche, Backweiz, Mahlweiz, Mais, weiterhin dann die Saftpressen machen und so weiter. Aber da kann ich, weiß ich nicht. Dann mal schauen. So, wir müssen erstmal sehen, dass wir das da hinten so richtig hinkriegen. Und, haben wir denn mittlerweile, wir wollten ja auch unsere Stromgeschichte ausbauen. Da haben wir einen. Wir brauchen 4 Stück, wenn ich mich recht erinnere. Dafür brauchen wir aber davon noch welche. Die werden nicht hier hergestellt, sondern in der Dingensfabrik. Plastiksfabrik. Das sind die Raffinerien. Wie viel Vorfertigung hatte ich denn nicht? Moment. Wo versteckt sich das wieder? Das sind Wohnung, Tech Lab, Kranken, Weizen. Elektro wieder, Kompostier, Elektrokomponenten, da ist sie. Muss mir alles wieder reinfinden. Vorrichtung zerlegen, Gebäudewartung. Das ist das. Und dann müsste das hier die Kabel und elektrisches Zubehör. Ja, das ist genau richtig. Sehr schön. Ja gut, das dauert halt alles seine Zeit so ein bisschen. Jetzt haben wir das mal ein bisschen vielleicht optimiert, gerade mit den Lebensmitteln. Ich sollte halt eben nicht so viele verschiedene anbauen, sondern halt mal ein bisschen konzentrieren erstmal auf eine Sorte.
Das haben wir jetzt explizit mal hier auf Weizen gemacht. Beziehungsweise Weizen und Mais. Gut, reparieren lasse ich mal so stehen. Da kommt ja auch immer wieder was rein anscheinend, wie man hier sieht. Die haben jetzt gerade 3000, was? Moment. Schädigter Maissamen, 3000, okay. Und da sind 1700, also die haben gut zum Reparieren, das ist schön. Und dann soll die natürlich ewig weitermachen. Dann müsste ich doch jetzt nach und nach, die sind jetzt gerade am Anbauen, das ist perfekt. Eventuell werde ich das so umstellen, dass ich wirklich nur in einer Farm ein Produkt habe. Zum Beispiel nur Weizen. Wäre vielleicht sinnvoller, mal schauen. Auf jeden Fall muss ich erstmal hinkriegen, dass die wirklich alles das produzieren, was wir brauchen. Schade, dass ich das nicht irgendwie selektiv um Meeresboden sammeln kann. Mehr, was? So viel Maismehl, das ist viel. Gucke ich gleich mal nach, ob die auch ausreichend backen. Ansonsten machen wir noch eine Entschuldigung. Machen wir noch eine Großküche. Weil anscheinend so viel weggefuttert wird, dass die das gar nicht wegbacken können. Das war falsch. So, ich bin eine Tastenreihe zu hoch. Schau mal eben. Wie gesagt, diese Folge werden wir wahrscheinlich nichts bauen. Einfach mal ein bisschen organisatorisch Weizen malen. Weizenbuch, Weizenbuch, Weizen. Und dann habe ich nur noch einmal, das ist falsch, Backeweizen, Mais, Mais. Gut, mit einer komme ich nicht hinterher. Das heißt, wie sieht's denn mit obwohl, Moment, die werden ja immer besser, ne? Der hat nicht genug. Na komm schon, und der hat auch nicht genug. Das Problem ist, dass ich nicht genug Weizen habe. Ich habe aber genug Weizensamen, richtig? Schauen wir nochmal nach. Das ist immer hier ganz unten gewesen. Das ist Weizen und das sind Weizensamen. Okay. Und das ist Buchweizen. Und der hat kein Weizen, hat aber reichlich Mais. Das heißt, warte mal, ich kann doch eigentlich hingehen und sagen, wenn die alle so viel Mais mahlen, dann kann ich doch hingehen und sagen, du sollst nicht... Warte. Die haben nicht genug, das heißt, ich stelle den hier um auf Maisbacken. Genau, so. Ich habe ja genug Weizenmehl, Maismehl. Ich muss ja nicht alle mahlen lassen. So, und dann machen wir Folgendes. Mahlen mit 2,8. Das heißt, ich gehe hier hin und sage, pass auf, stell dich mal um. Backe Mais. Das ist jetzt im Moment... Ah, schon hat er sich umgestellt. So, pass auf. Das hier wird jetzt einfach nur noch Maisbrote. Macht doch viel mehr Sinn. Jetzt hat er mir das M geklaut. So, wir machen jetzt hier einmal, zweimal, dreimal backen und einmal mahlen. Und dann nehmen wir diese hier und machen hier Weizen raus. Beziehungsweise Buchweizen, Weizen mahlen, Backeweizen, das passt. Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Buchweizen, Buchweizen, Weizen, Weizen. Mahlen, backen, mahlen, backen. Und das hier ist komplett nur Mais. Backe, Mais, Backe, Mais, Mais, mahlen, Backe, Mais. Alles klar, super.
So, das müsste doch jetzt hinhauen. Keine Essensvorräte. Jo, das wird weggebaggert. Machen wir den mal hier auseinander. Was fehlt denn? Das haben wir genug. Das haben wir genug. Ja, die Brotsorten gehen wieder aus. Im Moment, da sind da 4000. Hochweizen fehlt. Zack, dann tauschen wir die mal aus. Wie sieht's denn mit Mais, Mais? So, pass auf, Buchweizen. Wir haben auch nur Maismehl über, ne? Was ist das hier? Spinat. 10.000. Boah. Das Problem ist, finde ich, man hat hier jetzt wirklich viele, viele verschiedene Produkte. Aber ich kann hier nur insgesamt quasi drei, vier reinpacken. Das ist ein bisschen schade irgendwie. Damit kommen wir nicht so wirklich hin. Ich müsste einfach wirklich stumpf nur zwei, drei, vier Sorten produzieren. Zweimal Früchte. Meinetwegen hier jetzt die Birnen, ne? Obwohl, die bringen uns nur ein bisschen Flüssigkeit. Das bringt alles gar nichts. Siebenhalb Ernährung, siebenhalb Ernährung. Und der bringt so ein ganz bisschen was. Und die bringen uns das Wasser und hier die fette Ernährung noch nebenbei. Also, pff. Was ist mit den Kartoffeln? Die bringen uns auch nichts. Also die Brote, das, was wir hier weiterverarbeiten in der Bäckerei, die bringen uns wirklich, wirklich hohe Punktzahl. Das heißt, wir werden uns auf alle vier Brotsorten konzentrieren. Genau, die Früchte lassen wir einfach in der Hinterhand mitproduzieren, so nebenbei. Die können wir dann gelegentlich mal reinwerfen, wenn eins zu wenig wird. Das heißt, wir müssen jetzt verstärkt uns einfach mal anschauen, wie wir das mit den Samen für Weizen, Mais, Gerste und Weizen, Mais, Gerste und das andere Buchweizen hinbekommen. Weil das können wir alles backen, beziehungsweise den anderen Quatsch ja auch. So, pass mal auf. Diese haben wir umgestellt komplett auf Weizen und Mais. Wie man sieht, hat ja hier nichts zu tun. Repariere, repariere. Abgesehen davon, dass wir zu wenig Dünger haben. Sprich, wir müssen sogar noch eine Düngerfabrik uns bauen. Ja, gut, pass mal auf. Wir werden Folgendes machen, und zwar in der nächsten Folge, weil wir sind schon bei 23 und da fange ich jetzt mal nicht an. Halt. Wir haben 2, 4, 6, 18, 12. Wir gehen mal mit diesen 12 Stück auf drei Produkte. Ach komm, machen wir 4 und 4. Wir machen 4 Weizen, 4 Mais. Beziehungsweise ich gucke mal eben, welche von denen beim Anbauen weniger brauchen. Weizen braucht 1000 Wasser und ich kann es gar nicht lesen, 4000 Dünger. Da sind noch Äpfel und Trauben. Die hatten wir umgestellt, ne? Weizen und Mais, genau, da kann man es angucken. So, wir brauchen 1000 Wasser und 4000 Dünger. Der braucht mehr Wasser und weniger Dünger. Wir haben aber zu wenig Dünger. Wo ist denn mein Wasser?
hör mal auf zu schnippeln da. 149.000. Also Wasser haben wir reichlich. Wir werden erstmal die Weizenproduktion runternehmen und auf Mais umstellen. So, und hier haben wir Kartoffeln und Orangen. Braucht keine Sau. Buchweizen. Braucht 2,5, 2,5. Das ist okay. Buchweizen und Mais. Buchweizen und Mais. Und die Gerste braucht 3000 Wasser, 2000 Dünger. Gut, das heißt, wir werden uns vom Weizen verabschieden. Still und heimlich. Und werden dann auch Buchweizen, Mais und ich habe schon wieder vergessen, umstellen. Weil die ganz einfach weniger von dem Dünger gebrauchen, den wir momentan zu wenig haben. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag mal hier, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Projekt Aura. Bis dann, ciao.